Whole-School-Approach, also nicht nur im Unterricht mit den Kindern, sondern auch alles, was da zum Gebäude einfach ist, auch bei der Verpflegung. Wir schauen wirklich, dass wir so nachhaltig machen oder sein können, wie es geht. Wir bestellen Obst für die Kinder bei dem Bauern, der hat in der Schule unsere BNE-Brille. Dass die tragen vor allen Dingen unser BNE-Team. Das ist eine Mischung aus Pädagogen und eben auch Menschen, die in der Verantwortung im Leitungsteam sind oder die fürs Gebäude zuständig sind. Und seit wir begonnen haben, das so systemisch zu tun, können wir gar nicht mehr anders als den Blick im und außerhalb des Hauses auf diese Themen zu lenken, und zwar ganzheitlich. Ja, ich bin Sebastian Volkmer, ich bin ja, war ursprünglich Hausmeister, bin fürs Gebäude zuständig, habe dann später IT übernommen und Arbeitssicherheit und bin dadurch auch für BNE-Themen zuständig, weil gibt es ja viele Berührungspunkte, weil das ja alles ineinander. Ja, dieses Jahr noch im Februar einen pädagogischen Tag mit dem ganzen Bildungshaus, Kollegen von Kita, Wort, Schule. Und da haben wir ja besprochen und thematisiert. Und das sind ja Leitsätze entstanden, die dann wir weiter, also dass wir leben möchten, in den Teams und auch natürlich mit Kindern, Eltern und auch Eltern zu uns und genau. Auch sehr partizipativ, weil jetzt wurden auch diese Leitsätze visualisiert von einem Kollegen im Haus, also auch grafisch. Denn es nützt nichts, wenn man mit einem BNE-Team oder einem Leitungsteam jetzt sagt, so und so machen wir es. Im Endeffekt muss es im Alltag und in den Dingen gelebt werden. Und ich glaube, das ist uns bisher ganz gut gelungen. Erst seit September diesem Schuljahr versuchen wir nicht mehr Klassen zu sagen, sondern Stufen. Stufe 1, 2, 3 und auch nicht mehr Klassenräumen, sondern Gruppenräume. Jede Stufe bei uns hat dann 2 Gruppen. Wir wollen einfach weg von diesem Begriff Klassenraum, Klassenlehrer, also diese Klasse, die diese 4 Wände bezeichnet. Wir wollen einfach, dass Lernraum anders ist und ein bisschen weg von dieser Konventional, also das Zukunft schauen und ja.